Stiehl alle Scorsese Importkisten. Yes, jawohl, ja, da haben wir das schon mal absolviert. Oh, ich kann gar nicht auf dem Radar gucken, also hier auf die Karte gucken. Das heißt, ich muss jetzt nach Gutdünken das hier finden, offenbar, oder was? Ich muss doch wissen, wo ich hinfahren muss. Also, Karte ist nicht. Ja. Wir fahren einfach mal weiter, bis wir ein rotes Kreuz auf dem Radar sehen. Muss ja irgendwann mal der Fall sein. Weg da. Ich nehme mal an, ganz hinten. Ganz hinten in der Ecke oder so. Oder auch nicht. Tja. Ach, wenn ich die... Diese scheiß Kameraansichten zur Seite, die sind so sinnlos. Aber wenn ich die Kesselwagen hier mit, voll mit Benzin sehe, da kommen doch Erinnerungen hoch, wie wir den Morello fertig gemacht haben, den kleinen Morello. Tja. Kann mir jetzt jemand weiterhelfen und mir sagen, wo ich hin muss? Offenbar nicht. Ja, ich mache einfach mal wieder hier rüber. Keine Ahnung, irgendwo muss doch hier... Die müssen mir doch anzeigen, wo ich hinfahren muss. Sie können doch nicht einfach so das hier so lassen. Ich weiß doch nicht. Ach Mensch. Das ist doch blöde jetzt. Hier vielleicht? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, komm. Wir schauen mal, ob es hier vielleicht ist. Hänge ich jetzt mit der Karre fest? Nein, sehr gut. Okay. Dann wollen wir mal. Ich ignoriere jetzt einfach mal die ganzen schwer bewaffneten Typen hier und hoffe, dass die nicht auf mich losgehen werden. Immerhin sind wir ja Dockarbeiter. Oder Truckfahrer oder was auch immer. Ah. Scorsese Import, okay. Tja, da ist eine Wache. Okay, wir müssen auf die andere Seite auf jeden Fall schon mal. Richtiges Haus, falscher Eingang. So, wieder rein in den guten Bolt Truck. Bitte mal die Kamera drehen. Dankeschön. Bitte nicht den LKW rammen. Bitte nicht den LKW rammen. Dankeschön. So. Und dann machen wir uns mal auf die andere Seite hier. Uah. Gut. Gut, gut, gut. Und dann versuchen wir es auch mal so zu vollziehen. Ja genau, hier ist genug Platz, dass wir auch mit der Ladefläche, mit der offenen hier nach hinten... Ach, die Kameraperspektive. Ich könnte sie... Ach, naja. Genau, so stehen können, damit wir es direkt einladen können, ohne erst runterzusteigen. So passt das doch. Guten Tag. Tja. Hi. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ja, genau. Kannst du vergessen. Kiste aufheben. Lalala. So. Frage mich jetzt, ja, wie setzt du die denn ab wieder? Aha. Ich frage mich jetzt, ob der eine bestimmte Zeit lang auf dem Klo bloß ist oder ob der jetzt automatisch so lange wegbleibt, bis wir hier die Kisten reingeladen haben alle. Das wäre mal sehr interessant. Werden wir aber wahrscheinlich aber gleich mitkriegen. So, geh mal her. Ist ja wieder ein verdammt spannender Auftrag hier, muss ich schon sagen. So. Ich klicke einfach mal so lange, bis er irgendwann die Kiste auch absetzt. Scheint er jetzt nicht so präzise genau hier zu sein. Das Fokussierungssystem. Ich weiß nicht, ob der die jetzt alle noch einsacken will oder ob der bloß ein paar davon einsacken will. Wie ist denn das? Sollen wir alle Scorsese-Importkisten klauen? Scheint so. Scheint so. Naja, da kriegen wir noch eine zweite Sechserreihe voll hier und dann wird das wohl passen. Ich persönlich hätte sie ja nicht gestapelt, sondern einfach mal flach auf den Boden alle gelegt. Genug Platz ist ja. Aber Monsieur muss das ja wieder auf die sehr merkwürdige Weise machen. Na gut, soll er machen, wenn er will.
Geht mich nichts an, wa? Ha, hallo. Wo willst du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Verdammt. Wir haben ja einen Eindringling. Ja, und damit laden wir das Ganze gleich nochmal. Da müssen wir wohl doch erstmal irgendwelche Blödsinnsarbeiten für den Kerl machen. Nun gut, still alles, kostet die 7-Bot-Kisten immer noch. Aber löse zuvor die Aufgaben, die der Kerl dir stellt. Ich weiß bloß nicht, ob der sich dann verpisst oder was, oder ob der... Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch gerade nicht, welche Kisten genau der eigentlich meint. So, ich frage mich aber auch, wieso ein paar Zigarrenkisten hier so unglaublich bewacht werden. So, zack. Ach, die Kiste da hinten meint er wahrscheinlich, oder? Naja, schauen wir mal. Ich finde sein Boxernäschen ja auch so unglaublich sexy. Oder generell sein zartes Antlitz. Hey! Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Okay, dann wollen wir mal. Ja, jetzt müssen wir bloß wissen, wo die Abfertigungshalle ist. Versandhalle? Ich nehme einfach mal an, der meint die Versandhalle und wir sollen das da auf die Paletten stellen. Schauen wir mal. Hua! Mit eifrig in der Gegend rumfahrenden Autos habe ich ja so meine Erfahrungen gesammelt in der letzten Aufnahme. Das muss ich jetzt nicht noch einmal haben. So, jetzt ist der Weg aber noch bedeutend länger geworden, habe ich das Gefühl. Ja, und die Arbeiter da drüben, die stehen natürlich einfach nur faul in der Gegend rum. Ist klar. Und ich muss arbeiten. Ei, ihr faulen Landratten, macht mal mit hier ein bisschen. Die Sprache finde ich aber interessant. Ist wahrscheinlich genauso ein Gibberish wie, oder heißt das Gibberish? Ich weiß gar nicht. Naja, halt so ein blödes Rumgequassel. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Wort im Deutschen gibt. Wie bei den Sims. Da hat man ja Simlish gemacht extra. Als merkwürdige Sprache, um jede Sprachausgabe zu vermeiden. Beziehungsweise um extra Übersetzungen zu vermeiden in andere Sprachen. Auch wenn es die Sims immer etwas albern macht, wie ich finde. Spaß machen sie trotzdem. Na, setz doch mal ab. Ja, dankeschön. Stellt das sich wieder ein bisschen blöder an hier. Sag mal, kommt mir das bloß davor oder wird das überhaupt nicht weniger auf dem Stapel? Also manchmal jetzt gerade bei der Kiste, die ich in der Hand habe, da verschwindet auch wirklich eine auf dem Stapel. Aber manchmal wirkt es so, als ob da überhaupt keine verschwindet, wenn ich die wegnehme. Der wird auch nicht wirklich bedeutend kleiner, habe ich das Gefühl. Ey, macht mal mit hier! Hallo! Hey, Jungs! Was kann ich für dich tun, Kumpel? Jungs, diese Kisten hier müssen runter in die Abfertigungshalle. Also gut, packen wir es an, Jungs! Ah, na sowas! Gut, da haben wir jetzt tatkräftige Unterstützung. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir uns jetzt faul zurücklehnen könnten und die das machen lassen könnten, oder ob wir trotzdem noch mitmachen sollen. Aber zumindest sollte es jetzt schon mal ein ganzes Stück schneller gehen als zuvor. Wäre ja auch noch schöner, wenn die hier einfach rumstehen und blöd quatschen, während wir hier Schwerstarbeit leisten müssen. Na wahr, Typ? Ist aber schön, dass die so einfach bereitwillig mitmachen hier, ohne irgendwie groß rumzumotzen. So, da bin ich aber mal sehr gespannt, was denn ist, wenn das hier erfüllt ist. Unser Freund, der Aufsichtstyp da, der ist ja auch schon wieder da. Also einfach reingehen und wegnehmen ist dann offenbar nicht. Na mal schauen. Irgendwie wird sich das schon lösen lassen. Es wird sicherlich zur Mission dazugehören, dass wir hier diesen Scheiß mitmachen müssen. Wenn es schon zur Erholung heißt, dann wird die Ironie wahrscheinlich so schön groß sein, dass wir hier allen möglichen Mist machen müssen an Schwerstarbeit, während sich alle anderen ausruhen. So, na.
dann haben wir noch 4 Kisten danach. Okay, dann ist das meine letzte Kiste jetzt, würde ich sagen, oder? Na, obwohl, die sind so langsam, die Kerle. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme doch noch selbst lieber wieder eine. So, zack, drauf. Na kommt, ich bin mal nicht so. Her damit, und der eine Typ, der hier so einen Vorsprung hat, der darf dann die letzte nehmen. Nicht wahr, Typ? So, hätten wir das dann auch geschafft. Mensch, sind wir produktiv heute. Was, der hat jetzt die ganze Zeit gebraucht, um hier rüber zu gehen? Ich werd verrückt. So, stell drauf, ich will wissen, ob irgendwas passiert. Stell drauf! Los! Mach schon! Sehr gut. Kann ich denen jetzt noch irgendwie Danke sagen? Danke. Danke. Ach nee, die reden auch nicht mehr miteinander jetzt, oder wie? Ah doch. Gut, aber wirf sie nicht rum wie Dreck. Was? Wie jetzt? Hä? Was? Wirf sie nicht rum wie Dreck? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Ich hab's immer noch nicht so ganz kapiert. Ey Typ, willst du nicht nochmal aufs Klo gehen? Willst du nicht irgendwie mal einen flotten Otto verdauen oder so? Das ist Sobschild, bleib stehen. Die Mission verwirrt mich ein bisschen, muss ich zugeben. Was denn jetzt? Geh doch mal hoch hier. Sag mal, was ist denn jetzt? Chef, die Jungs am Zug brauchen ihre Hilfe. Wir haben ein paar Probleme. Ah! Hab ich's doch gewusst. Kaum kehrt man ihnen den Rücken zu, hauen sie alle ab. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Verpiss dich. Wo geht er lang? Da geht er lang. Okay, dann können wir jetzt mal hier einladen. Können wir nicht jetzt nochmal die Arbeiter dazu holen? Das wäre sehr cool. Nicht, dass er uns jetzt noch sieht hier dabei. Das wäre ja sehr suboptimal. Aber der scheint sich nicht nochmal umzudrehen. Ja, ich denke mal, die Docks sind weit genug weg, dass er jetzt noch ein Stück länger braucht. Von daher werden wir jetzt wohl genug Zeit haben, hier die Kisten von Scorsese Import einfach mal einzusacken. Und uns dann die Erzeugnisse von Martin hier schön reinzuziehen. Ich habe jetzt mal übrigens einen guten Film von Martin Scorsese gesehen. Hätte ich gar nicht erwartet. Erstens, dass er von ihm ist. Und zweitens, dass er so gut ist. Und zwar war das eine Biografie über den Dalai Lama gewesen. Der heißt Kundun. Kundun geschrieben. Und ist irgendwann aus den 90ern. Der hat mir richtig gut gefallen. Also ist wahrscheinlich für die meisten ein bisschen schwere Kost. Aber da ich mich sowieso sehr für Buddhismus interessiere und die östlichen Religionstraditionen, und generell da auch die Geschichten um Dalai Lama und tibetischen Buddhismus und die Beziehung zu China, da war das schon sehr interessant. Und auch so die Bildmalerei, die war sehr schön gewesen. Und da hat man ja doch ganz interessante Sachen gesehen. Also zum Beispiel wird offenbar in Tibet die das Himmelsbegräbnis praktiziert. Das heißt, wenn jemand stirbt, wird er in einem Ritual eingewickelt in irgendwelche Bänder, wird dann in Teile geschnitten oder das Fleisch wird ihm von den Knochen geschnitten und das dann an die Geier in den Bergen verfüttert. Würde man in christlichen Ländern niemals machen, weil das ja quasi mit Verdammnis gleichkommend wäre. So, wir sollen übrigens den LKW zum ausgemachten Treffpunkt zurückfahren. Ja, wäre ja mit Verdammnis gleichkommend, ne, so in der christlichen Tradition. Das hat man ja früher auch bloß irgendwelchen in Ungnade gefallenen oder irgendwelchen ehrlos Gestorbenen angetan, die jetzt am Galgen gebaumelt haben oder so, die hat man dann von den Vögeln anfressen lassen. Aber bei denen ist das offenbar nichts Verwerfliches. So, schnell weg hier. Nur zur Erholung, ne?